Wir haben irgendwas umgeschmissen. Wahrscheinlich durch dieses Wiederbeleben. Da hinten ist ein Hohepriester, aber der hat volle Lebenspunkte. Nee, schieß auf den da. Zusammen mit ihr. Du machst deine Heilung, die hoffentlich gleich Marissa rettet. Du machst einen verwundeten Schuss auf den da hinten. Und du machst Springbälle. Von den Drachen ist noch keiner auch nur ansatzweise angekratzt, ne? Nö. Okay, du machst Springbälle auf den da hinten. Heilung ist durch. Okay. Du. Schutzzauber habt ihr abbekommen, richtig? Rüstung des Glaubens, ja. Hat Edda den auch noch, weil er ist ja umgekippt. Nee, Edda hat den nicht mehr. Aber ich denke, ich werde ihn nicht nochmal zaubern. Stattdessen mache ich lieber den hier. Warum triffst du niemanden? Stell dich dahin. So, mach jetzt den hier. Weil er macht allen Schaden und heilt unsere Tanks. Besser geht's nicht. So, du machst Springbälle. Du hast inzwischen wieder ein paar Punkte. Psychoklingen. Okay, Psychoklingen auf den da. So, du machst das jetzt noch dreimal. Okay, du machst jetzt Furcht, weil die alle so schön beieinander stehen. Du hast dein Schutzding schon benutzt. Du könntest versuchen, den Drachen zu treten, aber das hat wirklich nicht funktioniert. Also, greif einfach irgendwas an. Weiter. So. Der Hohepriester kippt gerade um. Jupp, zusammen mit ganz viel Angst aus. Sehr schön. Du machst springende Bälle auf. Jetzt müssen die Drachen dran glauben. Gut, der da ist gleich tot, wenn die Bälle überspringen. Und der hier eventuell auch. Schaut sehr gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Du machst bitte dieses Leuchtfeuer, weil das Durchgehen bei dir Schaden macht. Oh. Und die Tanks dürfen auch ruhig den Drachen angreifen. Gut, alle schießen. Du mach das. Du Flammenschlag auf den. Oh, und ein geschworener Kampf. Feind. Das war die Attacke, die er da gewonnen hat, denke ich. Durance. Heilung. Durance. Heilung. Schieß. Du. Oh, Springbälle, auch wenn keiner zum Springen da ist. Dann machst du Single Target. Schwer verletzt. Sehr gut. Du machst gar nichts. Du hast doch. Genau, hier machst du einen tollen Spruch. Mhm. Kleiner mal. Cholonal. Komm. Du, Flammenschwert. Nein, nicht hinten laufen. Flammenschwert auf Drache. Komm, töte den Drachen mit Feuer. Okay, dann nicht. Und kaputt. Sauber. Sehr, sehr schön. So, das ist alles noch Ramschlut. Da, Flammenstein. Aus dem Zentrum des Steines züngelt ein orangefarbenes Licht, das enorme Hitze verströmt. Aber der Stein verbrennt nicht die Hände, als du ihn hältst. Das wird der Funken sein. Auf dem Boden, da wo sich der Drache eingerollt hatte, findest du einen hellorange leuchtenden Stein, der sich aber dennoch kühl anfühlt. Als Durance einen Blick darauf erhascht, quellen seine Augen förmlich über. Er blickt finster drein, spitzt die Lippen, als hätte er Gift gekostet, und spuckt auf den steinigen Boden. Der grausame Scherz einer Hure. Die Schlampe wusste schon immer, wie sie ihre Klauen in mich schlagen muss, um mich zu provozieren. Was? Dieser Stein, den du da trägst, das ist ein Teil der Bombe, die Iotas vernichtete, der Götterhammer. Oh. Du scheinst wütend zu sein? Also ja, weil du alles auf dich beziehst und jetzt denkst, dass deine Göttin wirklich einen Teil des Götterhammers hierher platziert hat, nur damit sie dich schikanieren kann, weil du einen Gott gekillt hast. Ja, das ist schon echt schweres Los von dir, Durance.
es etwas wert ist? Nein, was hat er da zu suchen? Wie ist er da hingekommen? Man fragt sich schon. Die Explosion der Bombe war zwar massiv, aber die Fragmente wären nicht derart weit von der Zitadelle gelandet. Der Jungdrache muss ihn ziemlich weit getragen haben. Oder aber Markran hat ihn selber hier abgelegt. Na komm, lass es raus. Du scheinst wütend zu sein. Zum ersten Mal scheint sich Durance seines Auftretens bewusst zu werden und seine Wut scheint schnell zu vergehen, wie sie gekommen ist. Bis du dich zu fragen beginnst, ob er wirklich wütend gewesen ist. Das, was du siehst, ist keine Wut. Anscheinend bin ich lediglich das Opfer eines göttlichen Schabernacks. Das wird zwischen ihr und mir bleiben, Wächter, da nur ich ihn zu schätzen weiß. Erzähl mir mehr von dem Götterhammer. Frag mich unterwegs, Wächter. Jetzt, wo mir das bittere Parfum der Hure noch die Sinne vernebelt, bin ich nicht in der Stimmung dafür. Na gut, dann lass ihn uns zu Fyrugar bringen. Also wir können zwar fragen, ob was wert ist, aber das wird er nicht so gerne hören, oder? Wobei, ihm dürfte es doch ziemlich egal sein, was wir damit machen. Er will das Ding eh nicht sehen, weil es ihn zu sehr daran erinnert, was er getan hat. Ist das was wert? Das fragt Maeotas. Wenn du den Wert in Kupfer meinst, es gibt eine Zeit, in der das wohl so gewesen wäre. Jetzt aber, da die Märkte mit Stücken des Götterhammers überflutet wurden, sind die meisten dieser Fragmente nichts mehr als triviale Verzauberungen von Schwindlern, die mit Zauberei herumfuschungen. Fälschungen. Da es noch nie einen verlässlichen Weg zur Beurteilung der Authentizität eines Fragments gegeben hat und die mächtigen Experten oft Wächter sind, deren Fragwürdigkeit denen der Artefakte im Nichts nachsteht, ist ihr Wert beträchtlich gefallen. Frag einfach irgendeinen Ladenbesitzer, ob er Interesse daran hätte, dann wird er stattdessen versuchen, dir die Fragmente zu verkaufen. Also seine Fragmente zu verkaufen. Na gut, dann bringen wir sie halt zurück. Tun eine gute Tat und so. Da war noch ein Goldhort. Oh, und ganz viele Sachen beim Schloss. Machen wir gleich. Stopp. Du komm mal hierher. Ich will nicht wieder von so einem Lichtspeer des Todes getroffen werden. Und du starrst jetzt... Du starrst jetzt so lange drauf, bis du eine Falle findest. Das ging schnell. Du kannst die Falle nicht entschärfen. Möchtest du sie auslösen? Nein. Du, komm mal her. Also nicht zu nah her, aber so ein bisschen zumindest. Und du hattest eben gerade noch hier irgendwo das Ding da. Das erhöht Mechanik, ne? Freundlicher Wirkungsradius plus 3 Mechanik. Okay, dann geht doch mal näher ran, macht dann den Spruch. Hi. Lauf schreiend weg. What? Ja. Du. Nicht sterben, Durance, okay? That's settled. Ah, super, okay. Ernsthaft? Teondratara. Ondras Zahn. Ja. Das Schatzkammernproblem. Aber ja, trotzdem sehr schöner Kampf. Sacken wir die Sachen da noch ein und bringen dann den... Bringen dann den Teil des Götterhammers nach Trutzbucht, damit die Flammen da wieder brennen und die Gläubigen sehen, dass ihre Gottheit auch noch da ist. Weil die Priesterin hat es ja nicht geschafft, da genug Demut an den Tag zu legen. Oder was auch immer die Göttin gerne sehen würde. Wahrscheinlich Beschimpfungen, so wie Durance das macht. Steht die irgendwie völlig drauf. Oder war hier noch was? Bei den Feuerfällen? Gucken wir kurz. Nö, sind wir einmal rum. Gut, bevor wir jetzt aber losgehen, sollte ich das hier machen, sonst verpasse ich dann auch irgendwas. Und zwar haben wir ein Abenteuer. Bonus auf geringe Reputation und ein kleiner Gegenstand. Kana, das machst du mal. So, bauen... Müsste eigentlich noch laufen, oder? Genau, 2 Tage und viel zu lange Zeug. So, gut. Ja. Jetzt können wir raus. Ich wollte im Westen das Gebiet verlassen, um zu gucken, ob es da noch weitergeht. Was ich wirklich hoffe. Ja,
Perlholz-Steilufer. Aber nicht jetzt. Jetzt sollten wir... Wo war das? Bring den Funken zu Fürgar. Trutzbucht. Ja, so weit war ich auch schon. Dass es in Trutzbucht ist, konnte ich mir auch merken. Zumal es die einzig große Stadt ist, die wir bisher kennen. Aber so ein Stadtteil wäre ganz nett. Oder ein Gebäude. Ich glaube, das war in dem Anwesen des Dukes. Es war auf jeden Fall in irgendeinem großen Anwesen. Ja. Gut, also. Raus, wir würden gerne nach Urfeuer. Jo. Und dann gucken wir uns da mal die Gebäude an, die es gibt. Braucht ganz schön lange, um nach Urfeuer zu gehen. Na komm. So, wir halten Palast des Dukes. Ja. Bin mir relativ sicher, dass es da war. Gut, also einfach. Was? Genau. Der Fuchs läuft jetzt alleine vor zum Palast des Dukes und überbringt den Teil des Götterhammers einer verdutzt guckenden Priesterin. Du, da lang. So. Rein, rein. Und da war das gleich rechts in so einem kleinen Seitending. War echt nicht groß, der Tempel. War nur ein kleiner, runder Raum mit nicht brennenden Fackeln und einer Statue, die nicht brennt. Genau. Ja, okay. So klein ist der Raum auch wieder nicht. Hallo. Mögest du von der Flamme geleitet und gewärmt werden. Wir zeigen den brennenden Stein. Ich bin eigenhändig nach Feuerfälle gereist und das hier habe ich dort gefunden, nachdem ich einen riesigen jungen Drachen erschlagen habe. Bei der Flamme, weißt du, was das ist? Ja. Das ist ein Fragment der Götterhammerbombe. Ja, sie dreht es in den Händen. Jene Waffe, bei deren Herstellung Margran persönlich half, um Weidwen im Krieg des Heiligen zu besiegen. Sie dreht den Stein in den Händen und starrt in das gelbe Glühen. Es ist seltsam, ihn so vor einem zu sehen. Davor waren es nur Geschichten. Es wirkte nie wirklich real, also die Bombe. Sie runzelt die Stirn, während das orangefarbene Licht tiefe Schatten in ihr Gesicht gräbt. Wieso fühle ich mich also nicht anders? Welchen Nutzen hat es? Ihre Fingerknöchel werden weiß, als sie ihre Finger um den Stein schließt. Sie sollte echt keine Priesterin sein, wenn sie solche Probleme mit Glauben hat. Sollte sie vielleicht lieber Wissenschaftlerin werden, ist auch ein viel tollerer Job. Du hältst einen Teil einer Waffe, die von einem Gott entworfen wurde. Allein die Existenz einer solchen Sache sollte dich mit Ehrfurcht erfüllen. Kann ich voll und ganz unterschreiben. Margran ist die Göttin der Prüfung und trotzdem schickst du mich, um die Vision zu verfolgen, die sie dir gesandt hat. Du hast dich gerade selbst als ungläubig erwiesen. Das, ja. Ja, sagen wir sowas von. Ja, nee, sie hat nicht verdient, irgendwelche netten Worte zu sagen. Sie hat nur Mist gebaut bisher. Da, nimm das. Ihr Gesichtsausdruck spiegelt ihre Qualen wider. War es eine Prüfung? Oder einfach nur ein Beweis dafür, was Margran bereits wusste? Sie verstaut den Stein. Ich denke, ich war misstrauisch. Ich hätte jedoch weiterhin die Hoffnung auf eine andere Antwort. Jeden erwartet seine Prüfung. Man kann ihr nicht ausweichen. Ihr auszuweichen heißt, sie nicht zu bestehen. Ihre Schwäche zeigt sich so klar wie das Strahlen des Relikts. Sie mag die Robe Markrans getragen haben, aber sie ist ihr nie gefolgt. Sie ist in der Dunkelheit verloren.
Vergiss nicht, wie das aussieht. Sie blickt traurig auf die Statue mit ihren leeren Händen. Dies ist die wahre Bürde des Glaubens. Nicht die Herausforderung der Göttin, sondern ihre Abwesenheit, ihre Stille. Oder die Antwort, die deine eigene unglaubwürdige Überzeugung offenbart. Sie faltet die Hände vor sich zusammen. Es wird noch Wochen dauern, bis ein angemessener Nachfolger ernannt wird. In der Zwischenzeit werde ich den Menschen so gut wie möglich dienen. Trutzbucht negativ. Ja, ich hätte vielleicht nett zu ihr sein sollen, um einen besseren Ruf zu bekommen. Da hätte sie sich auch vielleicht aufgerappelt. Aber ich bin nicht der Meinung, und ich denke Marissa auch nicht, dass Menschen, die zu viel Mist bauen, eine zweite, dritte, vierte Chance verdienen haben. Irgendwann müssen die richtig einen auf den Deckel bekommen, sonst lernen sie nicht aus ihren Fehlern, sondern lernen nur, dass sie missbauen können und damit durchkommen. Ja. Also nehmen wir das in Kauf und gut ist. Sie seufzt erneut. Warte einen Augenblick hier. Sie verschwindet und kehrt schnell mit etwas in den Händen zurück. Ich bin nicht mehr in der Lage, diese hier zu führen, doch vielleicht kann sie dir dienen. Darüber hinaus schulde ich dir Dank für deine Dienste. Leb wohl. Wir haben Unvergeben erlangt. Was ist Unvergeben? Ein Dreiflegel. Umwandlung leichter Treffer zu Treffer? Okay. Außergewöhnlich, Geschwindigkeit erhöht und Feuerpeitsche. Streitflegel, warte mal. Edda. Du hattest, glaube ich, Streitflegel-Bonus. Ja, ich glaube, die ist besser. Und sieht garstig aus. Ich muss nur kurz nachgucken, ob er wirklich das hatte mit dem Streitflegel. Zu viel Zeug, zu viel Zeug. Nein, Knüppel war's, kein Streitflegel. Trotzdem behältst du es erstmal. Einfach nur, um ein bisschen Leute zu verprügeln. Ja. So. Raus hier aus diesem komischen, tempelartigen Ding. Wo keine Fackeln brennen, keine Statuen brennen. Dürren sollte sich echt mal ein bisschen zusammenreißen, einfach dahin gehen, der Frau vor den Kopf stoßen, dann auf die Statue tippen, die fängt sofort Feuer und alle Gläubigen huldigen ihm. Und dann zeigt er denen den Vogel, geht weg und wir machen unser Abenteuer weiter. Das wäre genau die richtige Reaktion gewesen.